Euer Drogeriemäuschen ist wieder am Start und hat spannende Neuheiten für euch rausgesucht. Es gibt einige Produkte, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, weil die so ein bisschen versteckt sind oder zwischen den Mengen an Produkten in der Drogerie untergegangen sind. Und ich zeige euch heute, was es alles Neues gibt. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem sehr, sehr spannenden, denn das sind fast alles Produktkategorien, die ich sonst sehr, sehr selten kaufe in der Drogerie. Entweder weil ich sie schon da habe oder weil ich sie sonst nicht ganz so oft genutzt habe. Wir haben vielleicht die ein oder andere günstige Alternative und ein paar Produkte, wo ich auf euch zähle und auf eure Expertise. Let's go. Wir starten mit dem ersten dekorativen Make-up-Produkt und das ist das hier von Max Factor. Das hatte ich schon mal, erinnert ihr euch? Das ist aber jetzt schon echt eine Weile her, denn das ist aus dem Sortiment gegangen, weil sie es neu formuliert haben. Und zwar ist das Facefinity Compact. Das ist eigentlich eine Foundation, eine Puder-Foundation. Was ich damit aber immer gemacht habe, ist, ich habe die für mein Gesicht benutzt. Ich weiß nicht, wann ich die aufgebraucht habe. Es muss schon eine Weile her sein. Aber die haben es reformuliert und es ist jetzt auch wiederverwendbar. Also ihr könnt dann auch einfach deutlich günstiger nur den Refill kaufen, was natürlich auch ökologisch deutlich besser ist. Da kann man dann hinten das Fännchen rausdrücken. Vorführeffekt. Aber es ist refillable. Ihr habt ein Schwämmchen mit dabei. Was ich damit total gerne mache ist, und das ist wirklich, das funktioniert fast nur mit diesem hier oder mit dem von Flomar. Ich nehme Microfiber Multitool Mini, sparen 10, könnt damit sparen, und gehe da rein und setze mir das unter meine Augen und kann damit nochmal so viel Deckkraft hinterherbringen. Oder gerade wenn euer Make-up vielleicht schon ein paar Stunden alt ist, kann man das damit so gut wieder auffrischen. Ich liebe, liebe, liebe das. Das ist sehr, sehr deckend. Das ist sehr kompakt. Ihr könnt damit einfach so ein bisschen rübergehen, alles nochmal fixieren und euer Make-up sieht so viel frischer aus. Als reguläre Puder-Foundation bin ich eh kein Fan von, weil Puder-Foundations liegt schon im Sinne des Erfinders sehr matt und sehr trocken sind. Ne? Es ist ein Puder und das ist keine Creme. Aber um das Make-up nach ein paar Stunden nochmal so ein bisschen aufzufrischen, sind die sehr, sehr gut. Ich habe jetzt hier leider die falsche Farbe gekauft, sehe ich, weil das andere hat perfekt gepasst. Ich habe es leider nicht mehr. Ich muss nochmal schauen. 003 Natural. Das hat jetzt funktioniert und ich glaube, im Sommer ist es dann auch deutlich besser für mich. Aber ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt. Und da ist jetzt neu war, muss es natürlich nochmal mit, weil ich wirklich drauf gewartet habe und in meinem DM habe ich das wirklich nicht mehr gefunden. Jetzt ist es wieder da, deswegen durfte es mit. Genauso wie diese Schätzchen hier von Judith Williams. Ich bin ja ein großer Judith Williams-Fan und habe einige Produkte von ihr im Make-up-Bereich, die ich sehr, sehr spannend finde. Aber der kam jetzt mit raus. Das ist der Pfirsichkernöl Peachy in Pearly Golden Glow. Pearly Glow Soft Rouge mit Beauty-Filter-Effekt. Hat 8,3 Gramm mit drin, made in der EU. Und wie durch einen Beauty-Filter erstrahlt ihre Haut mit diesem Puder-Duo. Das zarte Rouge schenkt eine frische Ausstrahlung, während der goldene Highlighter warme Akzente setzt. Ein Pfirsichkernöl für einen extra Hauch von Pflege. Ich habe auch schon so ein bisschen was mit drauf. Ich wollte jetzt mit euch da aber nochmal deutlich mehr rübergehen. Ich habe nämlich nur diesen Peachy-Ton benutzt, der jetzt richtig, richtig schön auf meiner Haut rauskam. Der Highlighter ist spannend, weil ich wirklich gedacht habe, dass das so ein glitzeriger Highlighter ist. Das ist aber fast wie so ein Gesichtspuder. Nur mit ganz leichtem goldenen Schimmer. Und der Highlight und der Blushton, packe ich mal daneben, geht so ein bisschen ins Roségold. Wir gehen eher in den Blushton. Nur so. Sehr, sehr schön. Kann man auch ein bisschen übertreiben. Und dann nur in diesen Bereich. Und das setze ich mir einfach oben rüber. So kriege ich nämlich noch ein bisschen mehr Glow ins Gesicht. Zusammengemischt könnte man das natürlich auch benutzen. So ein bisschen als Bronzer-Topper. Was ich ganz gerne mache, ist, wenn ich so ein bisschen zu blass bin und mich manchmal so ein bisschen fahl fühle. Solche Tage gibt es. Da bin ich mit solchen Glowy-Produkten immer ganz gut. Das ist sehr, sehr fest gepresst. Das heißt, du kriegst nicht zu viel Produkt ab. Und wenn du es einfach nur so ganz leicht über dein gesamtes Gesicht dustest, ist es schon fast wie diese, kennt ihr die noch? Diese Terrakotta-Puder? Love it. Meine Mutter schwört drauf, einfach um so ein bisschen Leben wieder ins Gesicht zu bekommen. Schöne Farbe und es staubt nicht. Das heißt, du hast nicht zu viel
Produkt, was hier mit rauskommt, sehr, 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 sehr schön. Bevor die Frage kommt, Maxim, was trägst du auf deinen Lippen? Sage ich euch natürlich gerne. Das ist jetzt zwar keine DM-Neuheit, zählt aber trotzdem mit zur Drogerie. Und zwar hat NARM neue Lip Liner rausgebracht. Ich habe ihn in der Farbe 03 Perfect Nude getragen. Ist so ein richtig schöner, super cremiger Lip Liner. Der braucht einen Moment, um anzutrocknen, aber dann hält er. Also das Puder von Judith gefällt mir gut. Kann ich mir auch gut vorstellen, um das so ein bisschen auf die Augen zu geben. Denn der helle Ton ist toll. Schaut mal. Das sind... Ich weiß, viele mögen das nicht, wenn ich diese langweiligen Looks mache. Aber schaut mal, wie das meine Augen zum Leuchten bringt. Ich könnte jetzt noch den Peachy-Ton mit auf die Augen machen. Ist mir jetzt aber schon genug Peach in meinem Gesicht, ne? Toll. Okay, werde ich weiter testen. Auch nochmal so ein bisschen nur das vielleicht auf die Haut, wenn man sich einfach so ein bisschen fahl fühlt, gebe ich euch ein Update. Apropos fahl fühlen, bevor wir weitermachen mit Drogerie-Neuheiten, gibt es eine Neuheit von Yepoda, die ich euch unbedingt zeigen muss. Ich weiß, da haben so viele drauf gewartet. Und hier ist sie auch schon. Endlich kann ich euch das zeigen. Ihr wisst ja, dass ich immer ganz weit vorab schon Produkte habe, um sie zu testen, bevor ich sie euch zeigen darf, damit ich euch dann, wenn sie dann auch öffentlich rauskommen, ganz viele Informationen erzählen kann. Und ich freue mich riesig, dass Yepoda endlich einen Zuwachs bekommen hat. Und hier ist er auch schon, der The Sea Boost Hero. First of all, die Verpackung. Was ist das? Das ist ein Vitamin C Brightening Serum von Yepoda, welches eure Yepoda Hautpflegeroutine perfekt ergänzt. Ich habe nämlich auch immer in den Kommentaren gelesen, Maxim, kannst du irgendwie sagen, dass dies noch fehlt oder wir brauchen vielleicht noch das? Und jetzt haben wir hier den C-Boost Hero. Vitamin C ist ja nicht ohne Grund der Power-Wirkstoff der letzten Jahre gewesen, weil er einfach ganz schnelle, gute Erfolge erzielen kann. Vitamin C ist ein super starkes Antioxidant, was vorzeitige Hautalterung vorbeugen kann. Es gleicht einen ungleichmäßigen Hautton wieder aus. Es sorgt dafür, dass Rötungen und Hyperpigmentierungen reduziert werden und damit dann auch dafür, dass die Kollagenproduktion verstärkt wird. Packaging unglaublich schön und ich zeige euch einfach mal die Textur, weil die wirklich, wirklich gut ist. Wie gesagt, ich kenne das Produkt jetzt schon eine Weile. Ihr habt erstmal einen schönen Glasflakon in diesem, ja, ich würde schon fast sagen, Peachy Beige. Ein Pumpspender, eine schöne Textur, selbstverständlich unparfümiert. Und ihr könnt die einfach in eure Yepoda-Routine ergänzen. Ich habe meine Routine heute Morgen natürlich schon gemacht. Das ist auch das, was ich jetzt unter dem Make-up trage, was ihr gerade eben gesehen habt. Nachdem ihr eure Haut mit dem Mist Have beispielsweise vorbereitet habt, könnt ihr dann einfach mit dem Vitamin-C-Serum hier rüber gehen und einfach auftragen. Und das fühlt sich so gut an. Es zieht so schnell ein. Es klebt nicht. Und ich habe das schon so oft gehabt, dass Vitamin-C-Serien kleben, sich unter Make-up vielleicht nicht so gut vertragen. Und ihr habt hier einfach ein unglaublich schönes, gepflegtes Gefühl. Und habt so ein ganz hochwirksames Produkt. Hier sind nämlich neben Vitamin C, also Ascorbinsäure 15%iger, auch Hyaluronsäure mit dabei, die die Haut natürlich auch nochmal optimal mit Feuchtigkeit versorgen. Und das ist das, was ich meine. Es ist damit auch für empfindliche Haut geeignet, ohne dass es brennt, ohne dass es spitzelt. Ein sehr, sehr schönes, gepflegtes Gefühl. Und die Haut sieht auch so schon perfekt aus. Mit Vitamin C arbeite ich vorrangig morgens. Im Anschluss gehe ich nun einfach mit einem Lichtschutzfaktor rüber, um das Ganze zu schützen. Vitamin C ist nämlich recht lichtanfällig und es verstärkt sogar die Wirkung, wenn ihr einen Sonnenschutz mit kombiniert. Ein großes Problem, was Vitamin C hat, ist, dass es nicht so stabil ist. Und deswegen hat sich Yepoda hier, was ich großartig finde, für eine Airless-Pumpe entschieden. Das heißt, hier ist keine Luft in dem Produkt drin. Wenn ihr etwas rauspumpt, rutscht das Produkt nach oben, sodass das Produkt nicht so schnell oxidiert und demnach auch länger wieder haltbar ist. Wir kennen es ab und zu, kippen Vitamin-C-Serien und verlieren dann einen Teil ihrer Wirksamkeit. Das passiert aber nicht, wenn ihr einen Airless-Container habt. Ich drehe es einmal kurz für euch auf, denn da seht ihr auch schon das nächste. Und zwar sind die wieder nachfüllbar. Ihr könnt dann einfach, wenn euer Vitamin-C-Produkt aufgebraucht ist, nur den Nachfüller kaufen. Der Glasflakon bleibt dann bei euch. Dann schraubt ihr das hier einfach rein und habt eine sehr gute und nachhaltige Lösung für euer Vitamin-C-Serum, ohne dass es an Stabilität verliert. Sehr, 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 sehr schön. Der Glow ist unglaublich schön, fühlt sich richtig gut auf der Haut an und ihr könnt dann im Anschluss einfach mit eurem Make-up rübergehen. Und selbstverständlich, ihr süßen Mäuse, habe ich auch einen Rabattcode für euch. Schaut also einmal unbedingt bei Yepoda vorbei. Eine perfekte Ergänzung für eure wirklich bestehende Yepoda-Routine
Oder falls ihr noch nicht wisst, was ihr von Yepoda testen sollt, das ist eine super Empfehlung, weil ihr A, einen sehr, sehr hochwirksamen Inhaltsstoff habt und ihr habt einfach ein sehr, sehr schönes Hautgefühl und es macht dann Spaß, die Produkte zu testen. Natürlich gibt es bei Yepoda wie immer auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, also habt ihr nichts zu verlieren, außer eine bessere Haut. Okay, wirklich große Empfehlung, gerade wenn ihr schon die bestehende Yepoda-Reihe habt, ist das eine prima Ergänzung, also schaut unbedingt einmal in der Infobox vorbei. Ich habe mir das nachgekauft. Das ist von DZL, Diana zu Löwen, Berlin, Cannes. Addictive Vanille, ein Haarparfum. Bei meinen Haaren brauche ich kein Haarparfum, weil wenn der Wind durchfliegt, ist die Frisur im Eimer und niemand steht hinter mir und schnuppert an meinen Haaren. Die kriegt er hoffentlich nicht ab, außer sie fallen aus. Das ist ein Haarparfum, Addictive Vanille, und ich liebe das, um die Klamotten damit einzusprühen. Weil manchmal brauche ich wie so eine Grundlage. Und das ist dieser Duft. Unglaublich. Das ist Vanille und dann Sauna. Es riecht nach einer Sauna mit Vanilleaufguss. I love it. Super verführerischer Duft. Und ich hasse, muss ich dazu sagen, viele Drogerieparfums riechen immer so ein bisschen billig. Das hier absolut gar nicht. Wir bleiben bei Sprays. Das hier, ich liebe den Duft. Es hält natürlich nicht so lange wie ein Parfum, ne? Aber es ist so ein mal kurz auffrischen, ohne dass die Nachbarin das mitbekommt. Unsere Nachbarin mag Parfums nicht. Könnte ein Zeichen dafür sein, dass ich vielleicht viele Parfums habe und benutze. Okay, wir bleiben bei Sprays und rutschen mal eine Etage höher zu den Haaren. Wobei, wir waren ja gerade bei den Haaren. Balea, ne? Also Balea, ne? Die Mäuse da. Ein Blow-Dry-Spray. Schöner Föhnen. Anti-Frizz-Effekt mit Kollagenkomplex. Traumhafte Blow-Dry-Looks. Inklusive Hitzeschutz bis 220 Grad. Das erinnerte mich vom Titel her an dieses Produkt hier. Ich benutze diese Blow-Dry-Sprays eigentlich eher, um einen Hitzeschutz mit drin zu haben. Das riecht aber sehr gut. So ein bisschen blumig, ein bisschen fruchtig. Das soll man vor dem Föhnen je nach gewünschter Intensität aus ca. 20 cm Entfernung auf das feuchte Haar sprühen und wie gewohnt föhnen. Für optimale Blow-Dry-Ergebnisse empfehlen wir das Föhnen mit einer entsprechenden Rundbürste, zum Beispiel von Ebelin, natürlich. Das soll man einfach raufmachen, damit diese Locken, damit diese Wellen, gerade wenn ihr vielleicht einen Dyson habt oder so, ne, oder etwas, womit ihr eure Wellen mit reinmacht, dass das ein bisschen besser hält, bin ich sehr gespannt. Ich habe ja nicht viel, was ich in Wellen bringen kann. Ich benutze aber trotzdem immer nicht nur einen Hitzeschutz, sondern auch so ein Blow-Dry-Produkt, damit die Wellen, die ich mir mit dem Dyson reinführe, ein bisschen länger halten. Bin ich sehr gespannt. Und es gibt etwas Neues. Das habe ich jetzt nur mitgenommen, um es euch dann in eine Verlosungskiste zu packen, weil ich dafür keine Verwendung haben werde. Aber vielleicht interessiert euch das. Deswegen habe ich das mitgenommen. Und vielleicht hat jemand von euch ja auch schon Erfahrung damit. Balea Overnight Wellenspray. Anwendbar mit Lockentools. Ein Overnight-Spray, was Locken und Wellen ohne Hitze zaubern sollen. Über Nacht, flexibler Halt, ohne zu verkleben. Fixiert die Frisur über Nacht, kein Verkleben ohne Beschwerden, schonendes Styling ohne Hitze. In das leicht angefeuchtete oder trockene Haar sprühen, für Locken danach das Haar mit einem Lockenband oder Papillotten eindrehen. Für Wellen die Haare vom Ansatz an flechten. Also du machst dir die Haare, flechtest das und dann machst du das rein. Ist es ein Haarspray? Es riecht wie ein Haarspray, ein bisschen pudrig. Habt ihr damit Erfahrung? Schreibt mir das bitte. Komm, wir machen das jetzt mal rein. Also es fühlt sich an wie ein Haarspray. Ja, okay. Also für meine Haare funktioniert es jetzt nicht. Es wird wahrscheinlich dann antrocknen und dann werden die Wellen einfach ein bisschen... Oh, was ist das denn jetzt hier? Gut, okay, war jetzt keine gute Idee. Ich hole euch ein neues und... gebt euch das. Vielleicht habt ihr damit Erfahrung gemacht, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil ich damit ja nicht so viel Erfahrung habe, was Locken und Haare angeht, aber vielleicht ist es ja etwas, was euch interessiert und wenn ihr eine Erfahrung damit habt, helft ihr damit jemandem in den Kommentaren. Wir rutschen einmal noch mal kurz zur Hautpflege. Das habe ich jetzt mitgenommen, das werde ich aber noch mal exklusiv in einem anderen Video testen. Das ist das Beauty Expert Plump and Glow Serum mit 0,3% Polyglutamin und 2% Hyaluronsäure. Ist aus dieser Beauty Expert Reihe von Balea. Und ich habe mitgenommen einen Lichtschutzfaktor. Den habe ich bei TikTok gesehen. Das ist 50 plus sehr hoch. Sensitiv Kombi Sonnenschutz. Creme und Stift. Für Gesicht, Ohren, Lippen, empfindliche Haut ohne Parfum. Sonnen- und Kälteschutz. Sekunde. Was denn jetzt Kälteschutz?
Der Stift schützt die empfindliche Lippenhaut optimal vor der Austrocknung. Das ist ganz spannend. Also da hast du eine kleine Tube, da ist nicht so viel drin, ne? Hier sind 20 Milliliter in der Creme und 3 Gramm im Stift. Du hast auf der einen Seite eine recht klassische Sonnencreme. Riecht nach nichts, fühlt sich sehr, 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 sehr leicht auf der Haut an. Krass, okay. Schon fast so ein bisschen rutschig. Und du hast diesen Ball. Das ist vielleicht für Kinder ganz gut, wenn man den mal schnell ein bisschen über die Ohren gehen will, wenn die dieses cremige Gefühl nicht haben wollen. Ich muss das jetzt aber mal austesten, ob das nun ein Pflegestift ist oder ob das ein UV-Stift ist. Ich habe ja meinen Spiegel hier, den ist von Amazon. Einfach UV-Spiegel gucken. Krass. Okay, ja, also ich glaube, ihr könnt das nicht sehen. Ich gucke mal, ob ich euch ein Foto hier machen kann. Nee, das geht nicht. Also ja, es ist ein UV-Stift, angeblich auch mit Lichtschutzfaktor 50. Ist vielleicht aber mal für zwischendurch, ne, gerade wegen der Größe, vielleicht, wenn man unterwegs ist, draußen ist jetzt vielleicht kein Make-up trägt, einfach nochmal schnell mit dem Stift über die Nase oder hier über die Ohren gehen, auf die Lippen, wird dann natürlich auch gut so ein bisschen schützen, fühlt sich so ein bisschen an wie Vaseline. Ich habe es jetzt mal mitgenommen, weil ich glaube, dass das für unterwegs immer ganz gut sein soll. UVA und UVB-Schutz, süße Sache, Sundance 50+. Und ich freue mich auch darüber, weil meistens Lichtschutzfaktoren ja meistens erst im Sommer rauskommen. Und jetzt haben wir was Neues im Winter. Bin ich sehr gespannt. Oder auch hier so mal auf den Augen oder so. Na, da, wo man es vielleicht ab und zu mal verpasst. Gebe ich euch mal ein Update, wie sich das so auf der Haut verhalten hat. Fühlte sich jetzt aber hier sehr gut an, ohne so ein schmieriges Gefühl. Vielleicht was für Kinder, wenn die so ein bisschen quengelig sind, wenn man ihnen die Ohren eincremt oder so. Dann einfach mal, komm. Rüber. Fertig, Mäuschen. Auf die Nase, macht ihr das mal schnell auf die Lippen. Lippen, vergesst nicht, eure Lippen zu schützen bei Sonnenschutz. Und ich glaube, das waren auch schon die spannendsten Neuheiten diesen Monat aus der Drogerie. Ich bin gespannt, vielleicht habt ihr ja schon etwas Neues entdeckt, was euch gefällt. Gebt euch gegenseitig bitte unbedingt ein Feedback hierzu. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und nochmal als kleine Erinnerung, hier Polo hat ein neues Schätzchen. Ich verlinke euch alle Informationen, die ihr hierfür braucht und die euch rund um das Thema Rabattcodes interessieren könnten. Einmal unten in der Infobox. Schaut da also gerne mal vorbei. Allein das Packaging, ne? Das fühlt sich gut an. Bis zum nächsten Mal.